Guten Tag, ich habe heute hier bei mir in der Eifel Ethnobotaniker und Legende Wolf-Dieter Stoll. Herr Stoll hält heute Abend einen Vortrag, ich freue mich sehr drauf. Und jetzt wollen wir mal durch den Garten gehen und schauen, was es jetzt im Vorfrühling schon so gibt, ob es überhaupt schon was gibt. Ja, es gibt mehr, als man meint, wenn man da so oberflächlich drüber geht. Bin ich sehr gespannt. Gucken wir es mal an. Ja, hier, also man sieht, die Natur, die ist immer präsent. Und wenn man hier nicht ständig wegputzen würde, ja, da wäre sie wieder da. Aber hier ist doch Parkplatz, gepflastert. Ja, da kommt, ich habe es in München vor der Ausfahrt der Feuerwehrstelle, kam durch den Asphalt ein zarter Löwenzahn, der ist ja auch hier überall. Und dass die Pflanzen hier überall so sind, die kommen hier, ist für mich ein optimistisches Zeichen. Die Natur ist stark. Ich denke, die Menschen in ihrer Hybris glauben, sie könnten die Natur kaputt machen. Die passt sich an und sie ist immer da, bereit in den Startlöchern. Und das sind alles wunderbare Pflanzen. Also hier, das ist eine mit diesen zarten Blättern. Ja. Und da frage ich die Pflanze, ob ich es darf. Aber ich denke, ich darf es, weil die freut sich, dass wir uns sie zuwenden. Das ist die Schafgarbe. Ach, das ist Schafgarbe? Das ist Schafgarbe. Und die heißt, also die hieß im Mittelalter unter anderem Augenbraue der Venus. Ah, ja. Und war eine Venuspflanze im mittelalterlichen Denken. Und das heißt eine hervorragende Frauenpflanze. Ach, Frauen, also kein Aphrodisiakum. Nein, da denkt man falsch. Sondern für Frauen Probleme, so weißlos, Menstruationsprobleme. Und da kommt die Blüte dann, diese weiße Blüte, kommt in den Tee. Und es ist ein hervorragender Tee. Und die Schafgarbe, das Wort Garbe, ist verwandt mit dem englischen Yarrow, Yar, Gar. Mhm. Und das heißt vollkommen gesund. Also es ist der Gesundmacher. Und der wurde auch als Orakel genommen. Da haben Mädchen Mädchen unter ihr Kissen gelegt und haben dann gesagt, einen Spruch, die erste Schafgarbe finde ich hier. Im Namen Jesu pflücke ich sie mir. Das ist, damit es nicht so heidnisch ist, aber es ist vorchristlich. Und wie Jesu Maria mit Liebe bedacht, möge im Traum mir erscheinen, mein Liebster, heute Nacht. Und dann hat das hellsichtige Träume gegeben. Und die Pflanze, die hat so eine hohe Kraft. Die wurde in China benutzt in den I Ching-Orakel. Da wurde keine Münze geworfen wie bei uns. Das geht auf Hermann Hesse zurück. Er hat gesagt, ja, die Menschen haben keinen Bezug zu Schafgarbenstängel, aber zu Münzen ja. Ach was. Und da hat man Yin ist dann Kopf und Yang ist Xal oder umgekehrt. Aber die Chinesen haben das genommen und für Rudolf Steiner war das eine Pflanze, die mit hohem Schwefelgehalt und Schwefel im alchemistischen Sinn, nicht im chemischen Sinn, sondern so eine Sulfur, sonnentragende Kraft. Und die bringt Licht in den Körper und auch Licht in die Organe. Ist auch, der lateinische Name ist Achillea, und das ist der Achilles, der Held von Troy, weil es eine der besten wundheilenden Pflanzen ist. Und es wirkt. Es ist Was nicht mache nur ich denn dann da mit Tee? Oder? Ja, da kann man, also da kann man kurz einen Tee machen und Wunden damit baden, spülen. Es enthält auch wissenschaftlich ätherische Öle, die keimhemmend sind. Es zieht die Wunde zusammen. Es ist astringierend und es gibt keinen besseren Wundheiler als wie das. Und das wartet hier. Ja, wenn mal diese blöde Zivilisation ein bisschen lockerer wird, dann bin ich hier da und heile die Wunden. Meine Großmutter hätte es gewusst, das Wort war mir bekannt. Ich habe es bestimmt als Kind, aber jetzt weiß ich, dass es auch hier bei mir gut schmeckender Tee auf dem Parkplatz wächst. Ja, ist auch ein gut schmeckender Tee. Wunderbar. Und das
Die Anthroposophen sagen, es bringt Astralleib, das ist die Seele, und Ätherleib, das ist die Lebenskraft zusammen. Also auf Deutsch gesagt, es hält Leib und Seele zusammen. Und also da könnte ich hier vielleicht 3, 4, 5 Stunden dozieren über die Pflanze. Weil die wenn wir jetzt beim ersten Hauseck schon sowas gefunden haben, dann bin ich ja ganz optimistisch, dass wir noch mehr finden. Ja, nicht nur das, kann man optimistisch sein um die Zukunft der Erde. Ja? Und hier daneben nur zufällig, das ist eine kleine Brennnessel, das ist, ich glaube, das ist die Urtica urens, die brennende Brennnessel. Und die ist relativ selten und die ist noch schärfer und noch stärker in ihrer Brennqualität als die andere. Ja, und hier wachsen ja überall, da kommt schon wieder ein Löwenzahn. Und das hier ist eine, gehört zu der Familie der Vergissmeinnichte. Und da ist ein ganzes Botanik-Kollegium hier. Das hier wartet, ja. Da kommen dann hier noch kleine Keimpflänzchen. Also hier fängt's an. Dann gehen wir mal weiter. Ja, ja, hier haben wir ja einen ganzen Salatgarten mit den Löwenzähnen. Wenn hier die Hunde nicht pinkeln würden, dann wäre das hier eine Salatplatte, so ein Fest. Gerade zu dieser Jahreszeit sind die mild und sie regen den Stoffwechsel an. Und zwar die Drüsen und dergleichen, so dass man nicht die Frühjahrsmüdigkeit hat. Also in der Eifel, ich habe das ja auch spät gelernt, hat man ja manchmal ganze Wiesen, die gelb sind vor Löwenzähnen. Ja, ja. Aber das ist ja eher ein Zeichen für eine ungesunde Wiese, für eine überdüngte Wiese. Ja, es ist die Natur, die passt sich an und der Löwenzahn, der gleicht das aus. Man kann das nicht sagen ungesund, sondern man würde sagen, es ist ein Anzeiger, dass sehr viel Stickstoff ist. Ja, ja. Und wandelt das um und macht es zu den wunderbaren Blüten, die natürlich wieder die Insekten füttert. Also das ist nur eine Anpassung. Die Natur ist ja nicht starr. Mhm. Die Köpfe vieler Naturschützer sind starr. Das ist das oft das Problem. Ja. Du bist sehr wandelbar. Ja, und es ist eine der besten Leberpflanzen. Also wenn die wächst, dann kaue ich hier jeden Tag ein bisschen mehr und dann kann ich mir am Abend noch ein Bier trinken. Ja. Gut, ja. Das werde ich mir merken. Ja, ja, ist wirklich so. Und hier haben wir wieder die Schafgarbe. Hier ist der ausgeblühte Stängel. Mhm. Und daneben, da wächst die Taubnessel. Das ist die Taubnessel. Sieht so aus wie eine Nessel, aber ist taub. Lange verschüttetes Wissen kommt bei mir zurück. Oder nicht Wissen, aber Halbwissen. Und im Mittelalter hat man die Taubnessel als die Frau der Brennnessel gesehen. Sie ist weiblicher, milder. Und damit hat man auch gesagt, sie ist auch eine weibliche Heilpflanze. Aha. Sind die denn verwandt, botanisch? Die Taubnessel gehört zu den Minzgewächsen. Mhm. Und die Brennnessel, das ist ja ihre eigene Familie, weitläufig verwandt mit Hanf und Hopfen und so. Ja, und hier haben wir eine meiner allerliebsten Lieblingspflanzen. Also wenn ich jetzt ein Slave werde, würde ich mich niederknien und küssen. Der Gundermann. Mal einfach riechen. Oh, das ist ja ein Ding. Das hier so am Wegrand im. Ja, und das ist auch ein herrlicher Tee oder mit in Tees, in Naturtees. Also. Und der Gundermann, Gund, scheint ein altgermanisches Wort gewesen zu sein für Eiter. Oh. Und das wurde verwendet für eitrige Erkrankungen. Mhm. Und seit Eiter so ein bisschen wie Milch ist, man hat das als Heilpflanze für die Kühe verwendet. Und wenn man hat es um die Euter gewunden beim ersten Melken nach dem Austrieb. Mhm. Und man hat, wenn die Kuh die Euterentzündung hatte oder wenn sie nicht gut Milch gab, dann hat man das gepflückt und mit ein bisschen Salz und der Kuh gegeben mit einem Spruch und hat gesagt, hier Kuh, ich gebe dir Gundelreben, dass du mir die Milch tust wiedergeben. Oder man hat das gepflückt, das sind so kleine, deswegen Rebe, weil die wächst so. Man hat es gepflückt und in die Luft geworfen und gesagt, Herrgott,
Ich gebe dir, ich werf dir die Gundelrebe, tu mir Milch und Käse wieder gebe. So ungefähr. Also ich kann mir das auch im vegetarischen Eintopf vorstellen, so wie es riecht. Wunderbar. Und in jedem Gesundheitstee kann man es gut für die Niere, überhaupt so ein allgemeiner Heiler. Und ich tue mir das immer ins Haar. Und zwar, wenn ich in ein Fernsehstudio gehe, das ist ja alles so tot, nur Elektronik. Wenn der Strom weg wäre, wäre es so wie eine Gruft. Ja, ja. Und die Angestellten dort, alles sehr schöne Frauen, hier der Vampir Draculas Frauen und so, alles sehr schön und nett, aber alles so tot. Und deswegen nehme ich das, weil das mich mit der Erde verbindet. Die Sache ist, die Pflanze, die wandert, deswegen eine Rebe, bis sie einen Ort findet, wo es ihr gefällt. Ah, und dann wurzelt sie und fängt sie an zu blühen. Unglaublich. Und sie ist ein Minzgewächs, aber sie strebt nicht nach oben, hat Höhenangst, ist immer mit der Erde verbunden. Und früher hat man gesagt, mit den Zwergen, wo das wächst, da halten sich die Heinzelmännchen gerne auf. Ja. Gut. Das ist alles so Kulturgeschichte. Also man kann durch die Natur gehen und erlebt Naturgeschichte. Man lebt das Wissen der Ahnen. Hier haben wir... Da geht's gleich weiter. Ja, das ist eine heutzutage verpönte Pflanze. Aha. Und das ist pyrolizidinhaltige Kreiskraut. Das ist das Jakobskreiskraut. Das Jakobskreiskraut, ach was. Aber das auch, und da wird ja heute große Aufregung gemacht, hat auch seinen Sinn. Für die Kelten war es eine heilige Pflanze. Denn wenn das anfängt zu blühen, da stand die Getreideernte kurz vor der davor. Deswegen hat man es dem Erntegott Lugus oder Luke geweiht, der bei den Germanen Loki hieß. Loki. Es ist so, dass wenn die blüht, dann heißt es, jetzt kommt der Getreidesegen. Also Erntegott. Als dann die christliche Missionierung kam, die Leute wollten nicht lassen von den alten, altbewährten Göttern, hat man es umgewandelt in christliches Gewand und hat Jakobus den Älteren geweiht. Deswegen Jakobskraut. Und sein Tag ist der 25. Juli, also kurz vor der Getreideernte, Anfang August. Und deswegen ist das eben für den Brotheiligen, der heilige Jakobus, das ist eins seiner Aspekte, ist das geweiht. Und da war es noch eine verehrte Pflanze. Hat es denn halluzinogene Wirkung Nein, das ist so eine moderne Theorie, dass alles, was interessant sein soll, muss halluzinogen oder aphrodisisch sein. Ja. Nee, die waren nicht so drauf wie die naturentfremdeten Menschen heute, wo alles geil oder aphrodisisch oder was sein muss. Ja. Oder abgefahren. Nee, das ist an sich. Damit wurden die letzten Garben mit anderen Kräutern auch, Blumen auch, wurden die letzten Garben geschmückt, da wurde der Erntewagen geschmückt und noch im Mittelalter der Altar geschmückt. Also war eine heilige Pflanze. Heute wie umgekehrt, wo man das sieht, ausrotten. Das sind diese Ausrottungsfantasien, die die heutigen sogenannten Naturschützer haben gegenüber den Neophyten. Die Natur ist weise, weiser als wir mit unserem Affenverstand. Und also sollen wir auch die Trappen in Mecklenburg-Vorpommern lassen, oder? Die wurde zum Problem mit der modernen Ernte, mit den modernen Erntemaschinen, wenn die Bauern gesenzt haben, da haben sie das nicht mit ins Heu getan. Und das kann man heute nicht, oder nicht mit in die Silage. Und sie keimt jetzt besser, weil die schweren Erntemaschinen schädigen den Boden oder bei Überbeweidung. Und es ist eine Pionierpflanze und deswegen wächst es. Verstehe. Und ist heute ein Problem. Also hier, das ist ganz interessant, das ist das Schaboxkraut. Das ist eins der allerersten, die grün werden im Frühling. Und das sind so saftig grüne Blätter und das hat man gegessen. Da verband man sich mit dem Lebensgeist. Aha. Ich nehme mal eins von weiter hinten. Hier gehen auch gelegentlich die Hunde. Ja, das sind vielleicht
Also besonders gut schmeckt es nicht, aber man kann es mit in Salate tun. Mhm. Und das heißt Charbok, weil der Charbok ist, das ist Skorbut. Und man hat das in so einem Volksdenken, der böse Wintergeist, der einem die Saft und Kraft nimmt und die Zähne sind nicht gut, also skorbutische Symptome, die hörten dann auf, indem man diese Blätter im Frühling sammelte. Und interessant sind die Wurzeln. Die Pflanze verschwindet nämlich. Aha. Die verschwindet im Mai, Ende Mai. Und hier, das sind so ganz so Knollen, kleine. Knollen, ja, zieht sich zurück. Ja, das sind so Vorratsknollen. Das sind auch Leguminose dann, oder? Nee, das ist ein Hahnenfußgewächs. Okay. Und in Englisch und auch in einigen deutschen Dialekten heißt sie Feigwurz. Englisch Figwort. Nicht Hogwart. Nee, Figwort. Und Fig, eine Feige, ist der Name für Hämorrhoiden. Mhm. Und man hat das als so Abbild, Signatur der Hämorrhoiden gesehen und hat daraus Hämorrhoidensalben gemacht. Ich kenne eine Apotheke in Basel, die macht das immer noch. Das ist so astringierend. Aber das Schöne ist, die kann man essen. Das ist eine Notnahrung, also in Notzeiten kann man die essen. Das ist wie Kartoffelchen, das ist so stärkehaltig. Und es kam vor, wenn mal ein Sommergewitter war und die Getreideernte war weg und da wurden diese Würzelchen ausgespült. Das haben die Bauern als himmlisches Mana gesehen. Also die Güte Gottes hat ihnen doch etwas zu essen gegeben und das sind diese kleinen Würzelchen. Ja, und das ist die. Und im Mai ist das weg. Da kann man die vergebens suchen. Und wenn sie blüht, das ist so eine butterblumenartige Blüte, dann werden die Blätter zu ätzend. Dann schmeckt die nicht mehr. Aber das sind so interessante Pflanzen. Ja. Hier ist ja ein Gänseblümchen, auf Englisch Daisy. Und das heißt Day's Eye ursprünglich. Day's Eye. Das Auge des Tages. Aha. Weil die Kleine öffnet sich, jetzt ist es bewölkt. Ja. Und sobald die Sonne kommt, öffnet sie die Blüten und wendet es der Sonne zu. Sie ist die Braut der Sonne. Und ihr Biotop ist, deswegen wächst sie auf englischen Rasen, ist, wo die Mädchen auf dem Dorfanger mitten im Dorf, wo noch die Dorffeste stattfanden, da haben die Mädchen ihre Gänse gehütet. Und da wächst sie. Deswegen kann sie in englischen Rasen überleben. Und das Gänsehüten haben wir meistens die Mädchen gemacht. Und das war dann für die alten Germanen, für die Angelsachsen und so weiter, ein Bild der Göttin, die Seelenhüterin ist. Weil die Gänse, die werden dann von der Göttin gehütet und auf der Ebene. Und die Göttin, die Gänse hütet bei den Germanen, ist dann die Freier. Und da ist das der Freier geweiht. Ich habe gehört jetzt neulich noch von einer Bekannten, es sei sehr anpassungsfähig. Die haben einen Mähroboter und die fassen sich im Wuchs anscheinend an die Höhe der Mähblätter an, dass sie also nicht mehr so hoch wachsen. Ja, genau. Die haben sich da schon angepasst an den Mähroboter. Also sagte sie zumindest. Das ist ja irgendwie schrecklich, aber das stimmt, ja. Die sind angewiesen an Gänseschnäbel, die den Rasen, den Dorfanger immer abschnabelten, ja. Ja, und ansonsten blüht es ja, sobald der Schnee weg ist, kommen sie schon und öffnen ihre Blüten und sind immer mit der Sonne verbunden. Also sie sind die Braut der Sonne und man hat sie auch bei den Nordgermanen die Augenwimpern oder Augenbrauen des Baldur genannt. Baldur war ja da der nordgermanische Sonnengott. Das ist eigentlich ist der Sonnengott. Baldur, Baal, kommt aus dem Keltischen. Das ist ein keltischer Kult, der von den Germanen übernommen wurde. Denn sonst war die Sonne für die Germanen die liebe Frau-Sonne. Die war weiblich, weil sie so warm und gütig ist. Ja. Aber bei den Kelten war es anders. Bei den Kelten war es der schöne Sonnengott Bel, Belinos. Bel klingt ja fast nach Baal. Ja, ist aber nicht verwandt. Es scheint nur so zu sein, Konvergenz.
Aber er ist der schöne Gott, es ist der Sohn des Himmels, ganz alteuropäisch, der die Braut der Erde, nicht die Braut, die Tochter der Erde, die Vegetation heiratet. Mhm. Und da ist das Verständnis drin, dass Pflanze und Sonne zusammengehören. Und Mai, das war das Hauptfest der alten Europäer, das ist noch der Mai-Feiertag. Da wurde ein Phallus aufgerichtet, ein Stamm aus geschälter Stamm, oben noch grün, und ein Kranz mit Blüten und roten Bändern, das ist, stellt sozusagen das Lingam Yoni, das männliche und weibliche, die heilige Hochzeit dar. Und das sind alte Imaginationen, die dazugehören. Und das ist auch so ein kleines Pflanze der Göttin in ihrer Lieblichkeit. Ja. Lieblich sind sie mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall, ja. Und es heißt, Chaucer hat geschrieben, oh, wenn ich betrübt war und dann ging ich hinaus und sah Daisy, dann hat sich mein Herz wieder erfreut. Und als wir nach Amerika auswanderten, ich hatte schon, also erstmal das Gefühl der Freiheit, aber auch so mehr am Abend und so Heimweh. Mhm. Dann habe ich so die alten Lieder gesungen. Die Leute wir sind dann in den Slum eingezogen, die Leute dachten auch wieder, was ist denn das? Der Crowd. Crazy Crowd. Und da habe ich mal, ich war Heimweh, und dann kam ich mal auf so einen englischen Rasen und da ist das Gänseblümchen ein Neophyt. Gab es nicht in Amerika vorher. Ah, ja. Aber wächst jetzt dort auf den Rasen. Oh. Und da habe ich gedacht, als sagt mir die Pflanze, siehst du, ich kann hier leben und mir geht's gut, du auch. Kannst hier auch leben. Das ist unglaublich. Ja, und da, so wie bei Chaucer, meine Melancholie war weg. Ja, ja. Ja, hier kommt er ja im Vorfrühling, der Bärlauch. Und das ist ja eine herrliche Pflanze. Man muss nur aufpassen, dass man den nicht verwechselt mit, sagen wir, Herbstzeitlose, die ja im Frühling ähnliche Blätter hat. Mhm. Oder das Maiglöckchen. Aber wer das verwechselt, das ist die Art, die Natur, wie man die weniger Begabten ausscheidet aus dem Vererbungsstrom. Gell? Ist ja eigentlich nicht zu verwechseln. Sehr spitze Blätter, sehr hell. Und der Duft vor allem, ja, der wunderbare Duft. Das war natürlich für die Germanen, die germanischen Völker, wirklich eine heilige Pflanze. Das, tatsächlich? Ja, absolut. Also keine Nutzpflanze vor allem? Doch. Man hat sie gegessen und hat das in einer Art Kultspeise, was die Kirche übernommen hat als Gründonnerstagssuppe und so. Und das hat die Drüsen angeregt und hat die Menschen wieder fit gemacht nach dem Winter. Vitamine. Und deswegen symbolisierte das eben Leben und machte auch potent, denn die Drüsen, die funktionierten wieder. Und da gibt es sogar im Runenalphabet, das war ja ein magisches Alphabet, nicht zum Schreiben, sondern ein magisches Alphabet, ist das die Lauchrune, Lauchrune, ja. Das ist so ein Zeichen wie ein Haken, sieht das aus. Das konnte man tragen, um die Lebenskraft zu schützen. Das ist eine Überlieferung, wo der Markomannenhäuptling bei den Römern, ich glaube, dass welcher Kaiser es war, habe ich nicht im Sinn. Und er sagte, oh, die stinken so schrecklich nach Knoblauch. Das ist, weil es Frühling war und die Germanen, die hatten alle Knoblauch gegessen, also Bärlauch, das geht nicht mehr. Wunderbar. Ich habe dieses Jahr haben wir noch gar, es wird ja Zeit, wir haben noch gar nichts gemacht. Also jetzt müsste man müssen wir jetzt machen? Ne? Denn wenn es anfängt zu blühen, dann geht die Kraft weg, dann schmecken die Blätter nicht. Mhm. Ja, das ist so das erste Zeichen des Frühlings, wunderbares Geschenk. Mhm. Ja. Ja, und daneben haben wir hier zum Beispiel und hier wächst es. Ja. Das ist der stinkende Storchenschnabel. Stinkender Storchenschnabel. Ja, das ist, weil einige Leute mögen den Geruch nicht.
Der kommt erst so richtig später im Jahr zur Geltung. Aha. Ich finde den überhaupt nicht stinkend, finde ihn gut. Den kann man auch in Salate tun. Ist erdig, so ein bisschen. Ist aber erdig, ja. Und heißt im Englischen, kann man sogar essen. Kann man essen. Stinking Robert heißt er. Und das kann man mit als Gewürz mit in die Salate hineintun. Also das kann man essen. Und wenn er blüht, er hat so eine rosa Blüte, er gehört zur Familie der Geraniengewächse. Und wenn er blüht und ausblüht, dann die Samenkapsel sieht aus wie ein Storch mit einem Schnabel. Ja, ja, ja. Und das war dann ein Zeichen für die Eingeborenen hier. Storch, der Storch bringt ja die Kinder. Mhm. Und er kommt aus dem Reich der Holle. Und der Eingang, der Geistereingang, wo die Geister rein und rausgehen, ist der Schornstein oder der Kamin. Auf dieser waagrechten Ebene, da laufen Tiere und Menschen, aber die Geister sind auf der senkrechten Ebene. Und die kommen durch den Rauchfang, durch das ursprüngliche Windauge, Window. Und der Weihnachtsmann oder der Geister, der da aus der Tiefe kommt, der geht da durch. Die Hexen fliegen durch den Schornstein, weil das der Zugang zu den Geistern ist. Und die Kinder, Keime, die Feministen sagen, ja, das zeigt, dass der ursprüngliche Matriarchie, man wusste nicht, wozu der Koitus da ist. Und plötzlich waren die Kinder da bei der Frau. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Jeder Bauernjunge weiß, wenn der Stier mit der Kuh und der Hengst mit dem Ross und so weiter, der weiß ganz genau. Und, aber auf jeden Fall, der Koitus bereitet den Körper vor. Aber der Geist kommt aus himmlischen Regionen, aus der Anderswelt, aus der Geistwelt und geht durch den Geistereingang. Mhm. Und deswegen bringt der Storch die Kinder und lässt sie dann auf den Schornstein runter. Und die Frau, die schürt am Morgen, die junge Frau, das Feuer. Und plötzlich merkt sie, es wird ihr so schwummrig oder vielleicht sieht sie sogar etwas. Und das Geistkindlein ist in ihr und sie ist schwanger. Und das ist dann, der Storch hat die Farben der alten Göttin. Das ist auch ethnologisch korrekt. Das Schwarz, Weiß und Rot. Aha. Und das heißt, die weiße, jungfräuliche Göttin, die Göttin des Lebens und dann die ältere, die schwarze Göttin. Das ist eine Göttin in dieser Gestalt. Und der Storch hat diese Farben und zeigt sich so als der Vogel der Göttin. Und der bringt den kleinen Lebenskeim, so wie ein Fröschlein, und tut es in den Geistereingang. Und er hieß damals Adebar, der Adebar. Ja, ja, heißt Adebar. Das heißt der Glücksbringer im Grunde genommen. Das ist der Glücksbringer, ja. Und diese Pflanze war dem Adebar geweiht. Und deswegen haben Frauen, wenn sie den Ahnen zeigen wollten, wir sind bereit, ein Kindlein zu empfangen, bitte schickt uns ein Kindlein. Da haben die Frauen das übers Bett gehängt oder unter die Decke gelegt oder so. Und wir würden sagen, ja, das hat vielleicht einen positiven psychologischen Effekt, dass man das also so empfangsbereit ist und so weiter. Aber das ist die Welt, in der unsere eigentlich vorchristlichen Vorfahren gelebt haben. Das war eine durchgeistete, bunte Welt. Und im Christentum wurde das dann verchristlicht, die Jahreszeit und so weiter. Und die Pflanze wurde dem heiligen Ruprecht geweiht, und Rupert. Und da weiß man nicht, ob das der Bischof oder der Missionar oder Bischof in Salzburg war. Er ist ja auch ein so Beschützer der Familie ein bisschen. Mhm. Aber da hat man die christianisiert und heute hat man auch das noch vergessen. Wir werden immer entfremdeter von der Bilderwelt und der Resonanz, die Natur in unseren Seelen erzeugt. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt seit 10 Jahren wieder mehr in der Natur und seit 5, 6 Jahren noch mehr. Ich bin in der Natur als Kind aufgewachsen, war 20 Klar. Jahre weg. Man merkt irgendwann wieder, wie man sich verbindet, wenn man dann sich darauf einlässt. Die Natur verwurzelt einen dann wieder. Und das ist eine der Probleme heutzutage. Da wächst eine Jugend auf, die nur noch so und isst
Und wenn man nicht mit der Natur verbunden und verwurzelt ist, ist man auch nicht mit dem Land, mit den Ahnen verbunden, mit der eigenen Kultur. Und unverbunden schwebt man dann in irgendwelche virtuelle Realitäten wird und weiß nicht mehr. Wird manipulierbar und weiß nicht mehr, ob man es männlich oder es weiblich ist. Ja, das, ja, da ist man schon sehr unverbunden, wenn man das vergessen hat. Wenn man so weit kommt. Aber das ist ja sehr unkorrekt jetzt. Ja, aber es gibt Leute heutzutage, die wissen wirklich nicht mehr. Da gibt es so Gender-Leute und so. Ach, die gibt es, ja. Habe ich auch schon von gehört. Habe ich gehört. Hier ist auch noch etwas wichtig im Frühling. Das Giersch wieder, oder? Das ist der Giersch. Und das ist, hier sind schon ältere Blätter und die sind nicht mehr so lecker, ein bisschen zäh und schmecken nicht mehr so gut. Aber wenn sie so grün, frisch, ne? Und glänzend sind, super, ne? Dann sind sie super im Salat und im also Gemüse, Mischgemüse und so. Und also eine Vitaminbombe. Und die sind ja auch verwandt mit der Möhre und den. Ich dachte gerade, schmeckt so ein bisschen, genau, die Möhren. Und Sellerie auch. Ah ja. Und deswegen ist eigentlich ein kostenloses Gemüse. Da sagte ein Gartenexperte, Jürgen Dahl hieß der. Der hat immer kleine schöne Bücher geschrieben in den 80er Jahren. Er sagte, das ist ein Gemüse, das noch kein Gärtner hingekriegt hat, das ist ein Dauergemüse. Denn immer, solange man es abschneidet, treibt es neu aus und dann ist wieder frisch. Und dann hat man wieder frisch. Ah ja. Ja, und es ist nicht wie so viel, was man schon noch eigentlich essen kann, aber nicht so schmeckt. Das schmeckt wirklich. Das schmeckt, ne? Ja. Ja, hier wächst der Holunder, kommt ja gerade schön raus. Holunder ist eines der allerheiligsten Pflanzen in unserem Kulturkreis. Und schon das Wort Holunder, Sprachwissenschaftler haben gesagt, ja, das heißt, das kommt aus dem, heißt Krall, also schwarz, aber es ist nicht, ist der Baum der schwarzen Göttin, es ist der Baum der Frau Holle. Die Holle ist eine paläolithische Göttin. Sie ist diejenige, die die paläolithischen Götter, da waren die gehörnten Götter, die heute zum kleinen Waldteufelchen abgesunken sind. Und die Holle war diejenige, die in ihrem Schoß, die unter der Erde lebt, sie unter dem Holunder ist der Zugang und sie empfängt die Seelen der Toten. Deswegen im Märchen von Frau Holle fällt das Mädchen in den Brunnen und landet auf einer grünen Wiese. Das war das Bild des Himmels, den die Eingeborenen hier hatten. Aber es war in der Erde, der Himmel. Ja, es war in der Erde, aber es ist im Jenseits. Ja. Denn zur selben Zeit kam sie auf den Totenweg und den sieht man am Himmel als die Milchstraße. Und da sagen wir, ja, das ist doch nicht logisch. Das ist unsere irdische Logik. Es ist einfach die Anderswelt, wo die Dinge anders sind. Und wir glauben das ja heute immer noch. Da gehen Leute zu den Friedhöfen, machen eine Kerze für die Toten. Das, und die Toten erleben das, aber sie sind trotzdem im Himmel. Oder wenn sie gut gelebt haben. Aber mit dem Holunder kann man, ich meine, den kennt man ja auch als halbwegs, sagen wir mal, noch mit diesen Dingen, vielleicht ein bisschen vertrauter Mensch, kann man ja viel mitmachen, Saft und Sekt. Wunderbar. Und es ist das Bauernapotheke. So hieß es, weil man kann praktisch alles damit machen. Und ganz wichtig war die Holunderblüte, die wurde assoziiert mit Midsommer. Das waren hier im Norden, die auch bei den Kelten, Germanen, Slawen, Balten, Midsommer und Midwinter, das war die Achse des Jahres und das ist der Höhepunkt der Sonne. Und da blüht der Holunder zu Midsommer. Und in den Midsommerfeiern spielte Holunderblüte immer eine große Rolle. Und da hat man auch schon früher die Holunderküchlein gemacht. Mit Blüte, kennen Sie das? Na. Das sind die Dolden, die taucht man in Bierteig ein und schneidet die Stängel ab. Und dann hat man so eine Art Blütenpfannkuchen. Ah ja. Und da heißt es, im Mittelalter hieß es, wer am meisten davon zum Midsommer essen kann, der wird am höchsten springen können. Und da gab es so Hüpftänze
Und so hoch die Frauen sprangen, so hoch wird der Flachs wachsen oder das Getreide. Und das war wichtig. Da muss man springen. Da muss man springen. Und im Allgäu ist es noch so, dass das Fett, in dem die Holunderküchlein gebacken sind, gilt als Heilsalbe. Und das stimmt auch. Ja, aus den Blättern wurde eine Salbe für so Frostschäden, also so Erfrierungen gemacht und Verbrennungen. Und was ganz interessant ist, aus diesen jungen Trieben, also noch die jüngeren Triebe, die wurden geschabt. Und dann hat man die Innenrinde genommen. Ja. Das ist Innenrinde so viel für einen Erwachsenen wie in eine Walnuss passt oder ein Kind, eine Haselnuss. Das wurde gekocht und dann auf nüchternen Magen getrunken und das wirkt purgierend, reinigend. Das heißt, es treibt die Krankheitsgeister raus. Und das war ein wichtiger Teil des Heilens, dass man zuerst einmal reinigt. Mhm. Das kennt man universal. Indianer haben das genauso gemacht und so weiter. Und das Interessante ist, wenn man die nach oben, hier haben wir ja, kann man das mal gucken, hier mal einer, der besser ist. So ein Trieb, wenn man die Rinde nach oben schabt, das hat ein Kelte, Marcellus Empiricus, ein Gallier, der hat das aufgeschrieben, keltische Heilkunde in römischen Zeiten. Und wenn man das nach oben schabt und das abkocht, dann kriegt man Erbrechen. Also geht es oben raus. Wenn man es nach unten schabt, dann kriegt man Durchfall, geht es nach unten raus. Und wir moderne, aufgeklärten Menschen sagen, was für ein Blödsinn. Sehr empirisch klingt das nicht, wenn er das ist. Und dann lese ich, das haben die Kelten tatsächlich gemacht, lese ich bei Albertus Magnus genau dasselbe. Dann in der russischen Volksheilkunde machen die das auch. In Sibirien machen die das und das war der Hammer bei den Indianern, den Irokesen. Denn der Holunder wächst, ist ein zirkumpolarer. Ach, das gibt es auf der ganzen Welt quasi im Norden. Gibt es im ganzen Norden und das zeigt erstmals kulturelle Zusammenhänge. Die Indianer, die Paleo-Indianer, haben das mit in die neue, ihr Pflanzenwissen mitgenommen. Und da zeigt das, dass man das schon in alten Zeiten gemacht hat. Und dann fragt man die und fragt, ja, funktioniert das? Ja, selbstverständlich funktioniert das. Und das zeigt, das ist wichtig beim Heilen, die Kraft der Suggestion. Natürlich. Denn leicht giftig, man hat unwohl, weiß nicht, der Körper weiß nicht, wie er es los wird, schwitzt, schweißtreibend auch, schwitzt. Und dann sagt der Heiler oder die Schamanin, sagt, das wurde nach oben geschabt. Oh ja, ich merke es, boom, und der Geist, der böse Geist geht dann da raus. Ja. Also universal. Also, da steckt so viel Kulturgeschichte in diesem. Gerade im Holunder ist erstaunlich. Ja. Eigentlich alle, aber dieser ganz besonders. Und da heißt es, da habe ich mal erklärt, dass man ihn nicht schneiden soll, aus Respekt vor dieser Göttin. Und da hatte ich besser auf meine Frau gehört, die hat mir nachher verscholten, als ich den geschnitten hatte. Ja, das hat sie recht gehabt. Denn es heißt, aber hier, das können wir hier in der Erde ableiten zur Holle, dass es nicht wirkt. Ich habe das mal in der Pfalz, und im Wald war ich da mit Leuten, habe das erklärt und da kam ein Bauer vorbei, gerade als ich über den Holunder sprach, und er sagt, Mensch, willst du aus dem Leben scheiden, dann tue den Holunder schneiden. Ja, das macht man nicht. Oh, dann wie leite ich denn ab, bitte? Ich habe es eben gemacht, habe die in die Erde geleitet. Aha. Und hier ist auch interessant, da sieht man, das ist wie Knochen, gell? Mit einem Mark drin. Ja. Und die Indianer, die kannten auch diese Moxa-Bustion, die man heutzutage noch in Mongolei und China kann. Und da haben sie den Holundermark haben sie da rausgenommen und bei Teil der Heilung gemoxt. Moxen heißt mit glühenden Stäben behandeln. So wie, oder in China sind das Beifußkügelchen, die auf der Haut verbrannt werden, auf Akupunkturpunkten. Mhm. Heute macht man das mit einer Nadel und so. Aber die haben das direkt auf die Haut gemacht und die Waldland-Indianer, die Irokesen zum Beispiel, haben dann so lange Stängel gehabt
Und das ist weiß, sieht aus wie eine Zigarette. Mhm. Zigaretten wurden 1850 in Paris entdeckt. Und da glüht es an, am Ende, und die puritanische Gesellschaft, oh, Zigaretten vom Teufel. Ja. Und die Asozialen, die da rumhingen, die haben dann demonstrativ geraucht, an Ecken rumgelümmelt, gelungert und haben geraucht. Und da das hier bei den Indianern Punk hieß, diese Moxer, da haben sie diese asozialen Punks genannt. Ach was. Und daher kommt das Wort Punks. Vom Holunder. Unglaublich. Vom Holundermarkt. Ja. Und jetzt, wenn ich jetzt Punks sehe, die wissen ja nicht, warum sie so heißen, dann sage ich, na, ihr glühenden Holundermarktstängel. Unglaublich. Das Wahnsinn. Ja, also das ist hier eine, kann man stundenlang über diese Pflanze reden. Und ganz wichtig bei uns, das will ich auch noch sagen, schamanische Anwendung. Man hat die Krankheiten ja nicht nur äußerlich als Symptom erlebt, sondern im Inneren, im Geist, erscheint die Krankheit in einer Gestalt. Und das ist das Schamanische, dass diese Krankheitwesen wird herausgelockt, herausgesungen, herausgeräuchert und dann entsorgt. Und wo entsorgte man das? Am Holunder. Am Holunder, oder man hat ihn an Holunder festgebunden. Und das haben die Hausfrauen gemacht. Und damals, als sie noch sehen konnten, konnten sie das festbinden. Heute ist es ein blödes esoterisches Ritual. Aber das ist eine Übertragung. Und der Holunder, der bringt die Energien nach unten, wenn man hier lange ist. Deswegen ist es unangenehm, unterm Holunder zu sitzen. Es sei denn, man ist ein Freund der Zwerge. Da entsorgt der Holunder diese negativen Energien in die Erde. Deswegen braucht jedes vernünftige Hof und Haus einen Holunder. Na, da bin ich doch glücklich, dass wir einen schon da haben. Und jetzt habe ich ihn geschnitten, aber nie wieder abschneiden. Verstanden. Denn das geht dann schlecht, ja. Wenn man unbedingt Holunder schneiden muss, dann muss man die magische Formel haben, und die geht auch in vorchristliche Zeiten zurück. Und das heißt, da geht man hin, bei Vollmond macht ein Opfer für die Wesen und sagt dann, Holle oder Frau Holle, gib mir von deinem Holz und ich gebe dir von meinem, wenn es wächst im Wald. Und dann 14 Tage später kann man den beschneiden. Aber das ist nur im Notfall. In Englisch, im Altenglisch heißt der Spruch, Old Lady oder Old Girl, give me of thy wood. And I will give you my bones when I am dead. So das Holz, das in meinem Wald wächst, sind meine Knochen. Ja, verstehe. Und und das ist ja auch so ein bisschen wie Knochen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, und so kann man ewig hier drüber reden. Das ist unsere Kulturgeschichte, die hier erzählt wird. Und ich kam zurück in Studium der Ethnologie. Ja, alles möglich, aber hier kannte man nichts. Von der Einheimischen. Von der eigenen Kultur kannte man nichts. Kannte man nichts. Man hat sich die Afrikaner angeschaut, absolut, oder die Urvölker, absolut. Aber auch gut, denn dann kann man Vergleiche und Ähnlichkeiten entdecken. Aber dass wir hier eine richtige naturverbundene, pflanzenverbundene Kultur hatten, das wissen die meisten Menschen heute nicht. Und deswegen sind wir froh, dass Sie uns das lehren, dass wir das lebendig halten, und das Interesse wächst ja auch irgendwo. Ja, das wächst, sagen. Das wächst wirklich. Das wächst. Ja, gut. Und ja, hier ist eine der heiligsten Pflanzen der alten Europäer. Und zwar eine der wichtigsten Sachen war, dass man mit den Zweigen hineinfühlen kann in unsichtbare Dimensionen. Die Haselnuss. Das ist die Haselnuss, genau. Deswegen als Wünschelrute, und man kann Wasseradern spüren. Mein Vater konnte das mit der Wünschelrute gehen. Das geht. Das wurde lange in Zweifel gestellt, aber das geht. Und das habe ich sogar selber spüren können. Also das ist nicht, dass man dran glaubt, sondern es ist eine Tatsache. Und genauso konnte man, ja, man hat auch versucht, Schätze zu finden oder Fernzauber zu machen. Und die Hasel war wichtig. Mit der Hasel
da konnten auch die Andersweltlichen, die Geister, hier reinkommen. Und deswegen hat der Weihnachtsmann in der Herzhand, in der anderen Hand hat er seinen Sack mit den Totenspeisen, das sind die Haselnüsse und Äpfel ursprünglich und vielleicht noch ein paar gebackene Gebildekuchen. Und in der Herzhand hat er Ruten, Haselruten. Eine Rute, genau. Hat er so ein Bündel Haselruten. Ja. Erst in der Biedermeierzeit, als Strubelpeter geschrieben wurde, also die, da war schon diese Verstädterung und Entfremdung. Da hat man das gedacht, ja, das zum Züchtigen, unartigen Kinder. Das war nicht so. Das ist uralt. Man hat das genommen. Und damit kriegten die jungen Frauen einen saftigen Streich. Und da gibt es Worte, Pfeffern, Schmackostern und so weiter. Und das ist die Übertragung der Ahnengeister, die wiedergeboren werden, über diese Brücke, die die Haselnuss ist, auf die junge Frau, sodass sie schwanger oder fruchtbar wird. Ja, und das ist uralt, das geht bis in ganz weit heidnischen Zeiten zurück. Das ist so eine Art Brücke in die unsichtbare Dimension. Ja, und deswegen hat der Weihnachtsmann eben die Hasel. Ja, und dann da gibt es noch andere Geschichten, die für die Hasel, die Nuss als Symbol des Denkens, die Haselnuss als Symbol der Weisheit. Ja. Und unter einer uralten Hasel, da hat man hier im Kontinentaleuropa bei den Kelten, Germanen und Slawen, da hat man die Haselschlange gefunden. Das ist eine weiße Schlange mit einer goldenen Krone. Und die lebt nur unter alten Haseln. Wenn man die fängt, die ist schwer zu fangen, muss man sie mit Beifuß, auch aus der Altsteinzeit, magisches Zauberkraut gepulvert drauf. Wenn man davon isst, dann hat man die Weisheit, dann versteht man die Sprache der Tiere. Man kann Heilpflanzen auf Anhieb erkennen. Paracelsus soll so eine Haselschlange gegessen haben im Märchen. Da gibt es ein Märchen von der Haselschlange bei den Brüdern Grimm. Ach was. Uralte Ideen sind da drin. Und man hat sich gedacht, was bedeutet das? Ja, die Haselschlange ist unser ältestes Nervensystem, ist Rückgrat mit dem limbischen System. Es ist wie in Indien die Kundalini-Schlange. Das Stammhirn. Ja, und wenn das erwacht wird im indischen Kundalini, dann kommt die Erleuchtung zustande und dann hat man die Fähigkeit, mit den Tieren und Pflanzen zu kommunizieren und hat eben so eine Weisheit. Das wurde mit der Hasel verbunden. Bei den Griechen war der Hermes, der Schamanengott. Ja. Sein Stab war ein Haselstab. Dieser Haselstab ist auch schlangenumwunden. Genau. Und das ist dann der Stab aller Grenzgänger. Und das sind die Heiler, also die da hier an den Körper herumfummeln, alles mögliche, die keinen Anstand haben in dem Sinn. Es ist der Zauberstab eben des Hermes Merkur. Es ist auch das Dollarzeichen. Das ist dieser Stab mit der Schlange und die Hasel, die eben über Grenzen geht, denn der Handel ist grenzübergängig. Und Hermes Merkur ist der Gott der Ärzte, der Gott der Händler und der Gott der Gauner. Ja. Denn die Gauner, die haben auch keinen Anstand. Ja, und die Ärzte auch nicht, doch. Nein, natürlich nicht. Die dürfen keinen. Wenn sie, ach so, weil sie müssen ja an den Körper ran. Die müssen an den Körper ran und sie experimentieren. Und eigentlich haben die dann einen ganzen Haufen Leichen im Keller im Grunde genommen. Ja. Ja. Das ist so. Ja. Ja. Kannte einen Arzt, der lebt nicht mehr, aber der wollte erleuchtet werden, hat dann in der Schweiz LSD geschluckt und ja, das haut einen ja ganz weit raus. Und nach so einer Wochenend-LSD-Session kam, er hatte eine Operation und war nicht sicher und zack, Hauptader durch und hat er mir erzählt. Ja, es war, hat er den Leuten gesagt, schwieriger und die Worte sind da. So, ja, das ist eben diese Gaunerseite. Ja, aber das ist vielleicht noch was Schönes zur Haselnuss.
dass wir nicht auf Gaunereien schließen. Ja, nee, das wollen wir nicht. Es ist eine wunderbare Pflanze, ewig lebend sozusagen, weil sie immer wieder nachtreibt. Und die habe ich ja nun auch beschnitten, also das ist anscheinend nicht so schlimm wie beim Holunder. Das ist nicht so schlimm wie beim Holunder. Sie kann das, gibt es ja ein mittelalterliches Lied, ein Mädchen geht da zum Tanz und ich sage, bist du ein schönes Mädchen und so, pass nur auf deinen Kranz auf. Und, und da sagt sie, du alter Hasel, du kannst nicht so reden, ich habe zwei starke Brüder, die werden dich umhauen. Sagt die Hasel, wenn ich haut ihr mich um, ich wachse wieder, aber ein Mädchen findet seinen Kranz nie wieder. Ja, das ist so viel Weisheit, so viel Wissen in jeder Pflanze. In jeder Pflanze. Wir könnten hier stundenlang rumgehen. Vielleicht machen wir mal eine ganze Woche ein Special. Aber ich allein schon, was wir jetzt hier in den paar Stunden im Garten gesehen haben. Wir sind so entfremdet. Die meisten Menschen laufen durch und sehen nichts. Dabei ist die Natur die Pflanzen. Jedes erzählt eine Geschichte. Es ist alles ein Märchenbuch. Unglaublich. Und das ist bei anderen Naturvölkern auch so, bei den Schellen. Mein Gott, sind wir da tagelang gewandert und haben uns hineinbegeben in die Pflanzen. Wolf-Dieter Stoll, vielen Dank für die Tour durch meinen Garten. Ich habe viele Pflanzen neu erlebt bzw. neu kennengelernt, einige wiedererkannt. Vielen Dank dafür. Vielleicht können wir es ja mal fortsetzen. Ja, schön. Danke.